Hallo und herzlich willkommen in der Schandchenwerkstatt. Ich bin der Falco und ja, ich habe gleich euch auf den Tisch, weil ich 1:1 zum letzten Video direkt übergehe zu der Überleitung für das neue Video und ich dachte mir nur so, das mache ich jetzt gleich hinterher, dann ist da alles safe. Ja, ihr könnt euch daran erinnern, ich habe euch den von K-Box gezeigt, den Lamborghini Aventador. Ach, Schlachtbienet, SJ60 und ja, ich habe euch gesagt, ich bin ganz heiß darauf, den Motor zu dem Modell selber zu bauen und genau dazu kommen wir jetzt. Ich wollte euch nur nochmal das Objekt der Begierde noch kurz zeigen, bevor wir uns jetzt mit der Kiste beschäftigen, beziehungsweise welches Angebot ich da wirklich genau habe. So, also, das ist das gute Stück, was wir klemmen werden. Und ihr seht jetzt schon, das ist riesengroß. Und ja, Leslie Y hat mich angesprochen, hat gefragt, ob ich darauf Bock habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mega Bock darauf, weil ich bin riesen Fan von Motoren. Und ja, ihr kennt die Sache und wir haben jetzt hier auch alles dabei. Das heißt, das hier, upsala, Entschuldigung, das ist der Motor von dem Lamborghini Aventador 6 Liter, 6,5 Liter Quad Cam 60 Grad V12 Zylinder mit Speed Engine Klemmbausteine. Ja, das klingt alles ziemlich wild und ja, ihr müsst dran denken, wenn ihr es da bestellt, es kann teilweise ein bisschen länger dauern, weil halt alles dementsprechend gepackt werden muss und muss halt angefügt werden. Vorteil hierbei ist aber, wir haben jetzt hier Power Functions dabei, das heißt, wir nutzen dann jetzt hier auch den Motor, damit wir das durchdrehen können und können das laufen lassen und da ist dann auch dementsprechend die Präzision gefragt. Das heißt, dieses Video wird auch sich in zwei Teile gliedern, wo wir das halt auch dementsprechend alles machen und tun. Ja, der Designer davon ist Ronald Teves und das ganze Ding wiegt am Ende dann 3,6 Kilo und hat halt die entsprechenden Abmaße. Der Preis ist auch stolz, ja, das sollte man bedenken. Aber was man auch hier klemmt, das muss man halt berücksichtigen. Ne? Das ist ein riesengroßer Motor und da kommt man auf einiges. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Auch selber kann ich diese Website auch positiv empfehlen. Und ich finde das halt auch teilweise immer richtig cool, was hier angeboten wird. Hier zum Beispiel dieser Dieselmotor, Schiffs Dieselmotor. Ja, das sieht natürlich auch mega aus. Also, oh. Ja, das ist auch riesig, es sind knapp 4000 Steine, ne? Und ihr müsst mal überlegen, hier gibt es auch Dinger, die halt wirklich von einem anderen Planeten sind und ich zeige euch das mal ganz schnell. Hier habt ihr ja nicht nur sowas wie das Schloss, ne? Schwanenstein da drin. Kann ich rausschneiden? Nein, ihr habt jetzt auch verschiedene andere Sachen noch drin und hier ist natürlich, wenn wir auf Herr der Ringe gehen, seht ihr natürlich auch riesengroße Teile wie hier die Seven Rings Part A. Das Ding ist zum Beispiel auch mega groß, ne? Ihr seht es hier, 99.548 Steine, das Ding ist einfach übel. Also Helms Klamm in dieser, nee, Helms Klamm ist es gar nicht, ne? Ach, Minas Tirith, nee. Oh, wie heißt sie denn? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. So ein Mist. Ich habe vor kurzem, ich habe erst vor 2 Wochen wieder Herr der Ringe geguckt gehabt und jetzt habe ich den scheiß Namen vergessen. Ach Mann, das regt mich auf. Aber zieht euch bitte die Bilder mal rein. Also bitte, das Ding ist doch mega. Das ist da, boah. Das ist übel. Und ja, auch der Preis ist übel. Aber ihr müsst auch bedenken, was ihr dabei alles bekommt. Die ganzen Steine. Und dann kriegt natürlich der Designer hier bei Stebrick natürlich auch seinen Obolus bei denen weg. Das muss halt immer berücksichtigt werden. Das solltet ihr auch berücksichtigen. Und wir haben jetzt auch hier im Technikbereich, wartet hier, Technikbereich haben wir natürlich auch einige Goldstücke. Wir machen das mal ganz einfach. Wir sortieren diese ganze Sache mal nach dem Preis hoch nach niedrig. Das ist immer eine lustige Funktion. Und hier seht ihr diesen riesen LTM. Und auch
Die Kräne, die sollten euch auch so ein bisschen bekannt vorkommen. Sowas in der Richtung haben wir auch schon gemacht. Und auch hier dieser riesen Klemmbausteinbagger. Das ist ja auch ein Ungetüm. Ja, also wenn ihr hier seht, die RC-Version 11,9 Kilo, statische Version 9 Kilo bei Technik Basics. Und das ist einfach Riesenteil. Das, also, puh. Da habt ihr auch ordentlich was zu klemmen. Und das Ding ist halt so, dass ich quasi wahrscheinlich auch ein Kind draufsetzen könnte und könnte damit fahren, weil es einfach so groß ist. Also, für die RC-Version wird hier auch dann aufgerufen. Ja, ein Tausender. Also, Hut ab. Aber ihr überlegt mal, hier 4 Akkuboxen kriegt ihr. Dann habt ihr diese Palette an XL-Motoren, zwei Buggy-Motoren, dann hier 2 Servomotoren, ein M-Motor und nochmal 2 L-Motoren. Was das hier in der Mitte ist, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Aber allein die Maße davon, ja, also überlegt, das Ding ist 1 Meter lang. Das ist, das ist übelst, also wirklich übelst. Also heftig, heftig. Ja, und guck mal hier, kaufen Sie Schloss Neuschwanstein und erhalten Sie Klein Markus Glockenturm. Das ist natürlich auch cool. Heire Klick, naja, Übersetzung ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ne? Aber cool. Da ist der Mark. Mark Bell Tower. Boah, das ist doch das Giveaway. 700 Steine, schön straight nach oben bauen. Hat mal was zum Gucken. Klasse. Auch cool. Also ich höre jetzt auf, euch hier mit der Werbung voll zu käsen. Wir gucken jetzt mal in die Schachtel rein und schauen mal, was da Phase ist. So, und da sind wir mit dem schönen Karton. Wenn ihr das bestellt, bekommt ihr diesen schönen Karton. Die Mock-Anleitung bekommt ihr separat per E-Mail. Dürft euch nicht wundern. Da kriegt ihr dann einen Link und könnt ihr euch dann öffnen. In dieser Schachtel selber habt ihr dann 2 Tüten voll Spaß. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt hier in dem Modell 3300 Steine. Und die sind jetzt hier in den Tüten drin. Und auch die Power Functions sind hier drin. Wir müssen nur mal herausfinden, wie ist jetzt die Sortierung dabei. Und ich würde mal ganz ehrlich sagen, das meiste wird wahrscheinlich sortenrein sein, ohne dass das explizit gekennzeichnet ist. Hier ist die Akkubox. Hier haben wir einen L-Motor. Ja, das meiste ist wirklich sortenrein sortiert. Das bedeutet, wir haben eine Menge Spaß und viel Platz brauchen wir auf dem Tisch. Holla die Walfee. Ja. Okay, okay. Die Sprungfedern sind alle separat. Aber hier ist auch keine Nummerierung drauf und nix. Also da wird man sich durchwuseln müssen. Aber das ist bei Boxen immer so. Da werden mir keine Freunde gewinnen, die halt wirklich auf sortiert ausgelegt sind. Ich habe jetzt Nummer A und B hier drinne. A liegt jetzt hier drüben, B lassen wir jetzt mal hier drüben liegen und wir werden einfach mal aufreißen, die ersten Schritte bauen und ich werde mal gucken, wo wir einen Cut machen können, damit wir halt schauen können, wie weit wir stehen. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist ein Riesenchaos auf dem Tisch. Ja. Hier ist jetzt soweit quasi die Kurbelwelle plus die Zylinder fertig und ja, wie ihr sehen könnt, naja, wenn ich es nicht stoppe mit der Hand, dann läuft das eigentlich. Na, da müssen wir nochmal dran gehen. Ah, guck mal jetzt. Seht ihr das? Wie schön die Kolben sich bewegen hier. Herrlich, oder? Es hakelt ein bisschen, da werden wir nochmal gleich mal gucken, wo wir da noch ein bisschen Luft brauchen. Beziehungsweise es ist ja auch noch so, dass hier oben ein Rahmen fehlt, was halt dann auf die Zylinderköpfe geht, links und rechts. Ansonsten, ja,
ist es ganz interessant und auch spannend zu bauen gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ein Hammer von Mold King ist hier definitiv empfehlenswert. Ich blende euch, wenn ich hier fertig bin, noch ein, zwei Bilder ein davon, von den Zwischenschritten, die ich gemacht habe, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Aber so vom Grundprinzip her werde ich jetzt einfach mal auf Spurensuche gehen, wo es jetzt noch ein bisschen klemmt. Ich will auch nicht zu viel das Ding jetzt hin und her bewegen, weil ich möchte gerne getreu der Anleitung in dem Maße bleiben. Ihr seht, da vorne habe ich das Auto immer noch stehen als Referenz dazu, was für ein Motor das hier ist. Und ja, dieses Chaos auf dem Tisch, also mir ist wirklich nichts anderes übrig geblieben. Es gibt keine genaue Richtlinie und keine Markierung auf den Beuteln. Ihr müsst alles aufmachen, also... Kann auch sein, dass ich vielleicht die Montagsproduktion erwischt habe, dass die nicht markiert war. Ich hatte eine einzige Tüte, die beschriftet war und der Rest, ja. So, wer suche, der findet, wer drauf tritt, der verschwindet. Ganz klar und einfach hier gewesen. Und mir ist ein Stein abhanden gekommen, das sehe ich gerade erst. Der gehört hier vorne dran. Dann muss ich mal gucken, dass der wieder dran ist. Und ich muss gleich nochmal abchecken, dass das auch die richtige Position ist für den Stein. Nicht, dass ich da jetzt mich vertue. Ja, der Tisch ist komplett voll mit Steinen. Es ist überall liegt das Zeug rum. Das ist der helle Wahnsinn. Also bisher war ja immer das Bauen so ein bisschen strukturiert, aber jetzt so über 3000 Steine auf dem Tisch liegen zu haben, das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Und naja, ihr baut in den einzelnen Abschnitten, kommt ihr aber auch relativ zügig voran. Also ich habe einige Steine jetzt schon verklemmt, wie ihr seht. Und es wird ja auch größer. Das ist ja jetzt auch nur das Mittelteil. Und wir waren jetzt bei Bauschritt, lasst mich nicht lügen, 74. Ich bin mir nicht sicher, wo ich jetzt einen Break gemacht habe, weil ich einfach eine kleine Pause brauchte, weil mir die Finger dermaßen wehgetan haben. Und ja. Wir gucken mal, dass wir jetzt weiterkommen. Ich schaue jetzt gleich erst nochmal danach, wo es hier klemmt, wenn ich drehe, weil er sollte sich eigentlich besser durchdrehen und sauberer durchdrehen, damit das auch besser fluppt, weil das bleibt irgendwo hängen. Irgendwo verklemmt er sich. Das wird wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt ein, zwei Bilder noch von den Zwischenschritten, die ich hatte. Und dann gehen wir auch schon weiter und gucke ich, wann ich den nächsten Break mache und wie leer dann der Tisch geworden ist oder ob überhaupt was am Tisch sich verändert hat oder ob es genauso viel Steine sind oder vielleicht sogar mehr geworden sind. Ich weiß es nicht. Es kann ja genauso gut sein, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr, noch Holzsäge auf dem Tisch, weil hier oben diese Brücken, die haben mich echt, wow, fast schon gefressen. Ich habe hier extra hier so einen kleinen Tresen gebaut, wo ich dann die Achsen durchgeschlagen habe mit, weil es einfach viel besser war, sich so ein kleines Modell zu bauen und hier entsprechend einen kleinen Tresen zu haben, um halt einen Gegenhalt zu haben, sonst haut das einfach nur durch. So, hier nochmal schön für euch ein Bild nochmal ganz groß gezeigt, bevor es weitergeht. Von allen Seiten, von allen Ecken. Nochmal hier, auch von unten, dass ihr seht, wo die Kurbelwelle sitzt, die wir da gebaut haben, die wir geklemmt haben. Auch von vorne nochmal. Gwenny. Dann lege ich jetzt los, wir machen weiter und wir schauen mal. Ich schaue jetzt erstmal, wo es hier ein bisschen hagelt, wo, ich gehe mal davon aus, da steht irgendwo eine Achse wahrscheinlich raus. Bis gleich. So, also, ja, ich habe das kleine Problem, dass ich ihn gerade nicht näher bekomme. Die Ölwanne ist jetzt fertig. Jetzt hat er auch schon den Untersitz. Ihr seht jetzt, wo das Batteriefach sitzt. Und ja, ich habe ja eben gesagt gehabt, ich gehe nochmal durch und gucke nochmal, wo es klemmt. Ich habe den Punkt gefunden, wo er klemmt und habe das korrigiert. Das lag einfach nur an den Achsen. Ihr müsst gucken, dass wenn er die Kurbelwelle unten macht, dass wirklich die Achsen gerade sitzen und dass er auch in die Richtung sitzen und vielleicht da ein bisschen rausgucken, wo Luft ist und nicht an den Steinen schleifen. Weil ihr seht das jetzt hier, das Ding ist so, wie es ist, aufgesetzt. Die Ölwanne ist jetzt separat unten. Ich habe jetzt keine Zwischenbilder gemacht, weil einfach gerade die Zeit dafür gefehlt hat. Weil, ja, es hat mir jetzt ein bisschen den Nerv geraubt, dass ich das Ding auch wirklich
auf diese Station bekommen, so wie es sein soll. Jetzt sitzt der gerade nicht richtig. Jetzt, das muss ich gleich nochmal korrigieren. Aber der Kernpunkt ist, wir haben jetzt wirklich einen sauberen Durchlauf, wie ihr sehen könnt, ohne Haken, ohne Knicken. Also das Stoppen, das liegt an mir, das liegt nicht am Modell selber. Das Modell läuft ziemlich gut durch und ja, na, da ist noch ein kleiner, muss ich mal gucken. Aber das macht keine Schwierigkeiten, guckt. Das läuft einwandfrei durch und so soll es sein. So ist es gewünscht. Wir werden gucken, wenn wir die Verbindung hier oben befestigen, dann wird das wahrscheinlich, also hier oben, wenn wir hier oben diese Verbindung drüber befestigen, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen strenger und ein bisschen enger werden. Da müssen wir gucken, dass wir da am Ende nicht zu eng sind, damit die Zylinder halt dementsprechend noch sauber laufen. Ich denke mal, das wird noch eine große Hürde sein, aber bisher, das Schwierigste ist getan, die Kurbelwelle ist drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt noch viel schwieriger wird, auch wenn ich ich habe davor schon immer einen Horror gehabt bei den Videospielen, wenn ich da so einen Haufen Federn sehe. Ne? Könnte kritisch sein. Könnte wirklich kritisch sein, wenn ich da oben dann jetzt auch noch Stößel einbauen muss. Die Stößel, die dann die Einlassklappen steuern. Genau, die Kipphebel zurückstellen, genau die. Jetzt muss ich kurz überlegen, das ist ein bisschen her, dass ich mich mit Motoren so weit befasst habe, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, es macht Spaß, es ist wirklich ein tolles Modell und ja, es ist einfach geil, es ist wirklich geil, auch wenn es jetzt so wie er gerade ist, er wirkt da ziemlich labil und fragil vor allen Dingen, weil ich habe der Unterkonstruktion überhaupt nicht getraut, weil die Ölwanne, die setzt sich aus drei Teilen zusammen und die setzt sich aus links unten und oben zusammen und die setzt ihr zusammen hier auf diese Unterseite drauf, auf das Schwarze und da legt ihr noch irgendwie verkehrt herum die Akkubox rein. Mein Tipp, wenn ihr das bauen wollt, dreht das Ganze rum, macht es von oben her, ist viel einfacher und vor allen Dingen habt ihr den Spielraum und hinterher, wenn ihr dann den großen Klotz draufsetzt, den Motorblock quasi selber auf die Ölwanne setzt, guckt, dass ihr das Spiel links und rechts ausnutzt, damit ihr da wirklich auch sauber drauf kommt. Ansonsten vom Prinzip her einfach und Steinequalität bisher super. Kann ich mich nicht darüber beschweren. Die Steine sind bedruckt mit NT. Wenn ihr eine Ahnung habt, haut es mal raus in die Kommentare. Ich kann mir darunter jetzt großartig nichts vorstellen. Wir sind jetzt bei, lasst mich kurz auf den Laptop gucken, Bauschritt 97. Also das nimmt Form an. Ich denke mal, ich werde das Video auch komplett in einem Rutsch durchziehen, dass wir uns das Step by Step immer wieder angucken. Diese 50er Schritte, die haben es jetzt gut getan. Wenn wir jetzt 50 Schritten das Kernelement in der Mitte gebaut haben, quasi das Kurbelraum-Kerngehäuse plus die Kurbelwelle mit Kolben dran. Dann haben wir jetzt die ganze Zeit dafür verbracht, die Unterseite zu bauen und den Aufständer zu bauen. Ich gehe mal davon aus, wir werden jetzt erstmal links und rechts Verschalungen bauen, bevor wir halt oben rüber kommen und werden die Zylinderköpfe bauen. Aber ich bin da schon ganz gespannt darauf, wie es weitergeht. In diesem Sinne, bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder.